Halloween. Ich kann es kaum erwarten, bis True das sieht. Das wird so herrlich gruselig. Ich werde sie zu Tode erschrecken. Warte. Erwischt. Wenn du ein Glühbiss wärst, müsstest du mir was zu naschen geben. Du bist richtig hochgehüpft. Das bedeutet gar nichts. Ich bin eine Katze. Aber du musst zugeben, dass meine Maske echt nicht schlecht ist. Uga, buga, buga. Willst du gruselig sein oder nur albern? Sehr witzig, True. Wir werden ja noch sehen, wer dieses Jahr mehr gute Bonbons von den Glühbissen bekommt. Komm schon, True. Lass uns ein paar Glühbisse erschrecken. Das sind nur Griselda und Fruki. Wir haben nicht mal Glühbistagmasken auf. Also, wieso hast du solche Angst? Ich hab doch keine Angst. Ich hab nur nicht erwartet, dass ihr da steht. Direkt vor mir. Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen, Fruki. Reizend. Hey, wieso standet ihr überhaupt vor unserer Tür? Habt ihr etwa Angst, ganz alleine zum Glühbissumpf zu gehen? Was? Ich? Und Angst? Oh, niemals. Wir sind hier, weil ich dachte, du wärst vielleicht etwas nervös. Und ich hatte ja offensichtlich recht. Wir sollten besser losgehen, bevor es zu dunkel wird. Bartleby zuliebe, natürlich. Ernsthaft? Und bevor alle guten Bonbons weg sind. Da ist was dran. Wir müssen nur noch auf Sie warten. Ich habe ihn auch eingeladen, mit uns zu kommen. Oh, gut. Ich habe noch niemanden erschreckt. Vielleicht schaffe ich es bei Sie. True, ich habe endlich jemanden erschreckt. Hast du sie hüpfen sehen? Ich bin gehüpft. Aber ich glaube, Bartleby ist höher gehüpft. Das bedeutet gar nichts. Ich bin eine Katze. Dann seid ihr ja jetzt aufgewärmt. Auf zum Glühbissum! Und zu den guten Bonbons! Chu, ich sehe gar keine guten Bonbons. Vielleicht sollten wir morgen wiederkommen. Du weißt schon, wenn es etwas heller ist. Die Glühbisse haben das ganze Jahr über ihre Bonbons wachsen lassen. Lass uns nicht den einzigen Tag verpassen, an dem wir sie kriegen können. Ich dachte nur, sie wären einfacher zu finden. Wow, seht euch das an. Da, sie leuchten auf. Das bedeutet, dass die Bonbons fertig sind. Ja, es ist endlich Bonbon-Erntezeit. Ich zuerst. Bonbon, bitte. Griselda, du musst doch erst etwas für den Glühbiss tun. Erinnerst du dich? Dann belohnt er dich mit einem Bonbon. Etwas tun? Du könntest ihn erschrecken, ihn zum Lachen bringen oder ihm einen Trick zeigen. Einen Trick? Oh, okay, ich weiß genau, was ich tue. Mach Männchen und bitte den Glühbiss um ein Bonbon, Fruki. Du schaffst das. Mach Männchen. Bitte. Komm schon, ich zeig es dir. Ruff, ruff, ruff. Komm schon, Fruki. Ruff, 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 ruff. Gut gemacht, Griselda. Was? Nein, ich hab nicht gebettelt. Aber ich hab den ersten Bonbon. Vielen Dank, Glühbiss. Du bist dran, Sie. Scheint mir ein ziemlich einfacher Prozess zu sein. Ich werde dich jetzt mit einem kleinen Tanz unterhalten, der dir bestimmt gefallen wird. Ja? Nein? Ich kann noch mehr Moves. Ja! Amateure, ich zeig euch mal, wie das geht. Seht hin und lernt. Seht ihr? Genau so bekommt man eine Menge Bonbons. Seht euch nur all diese Bonbons an. Wow, 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 wow. Warte. Wir müssen noch die guten Bonbons von den grünen Trickbonbons trennen.
Du weißt schon, Trickbonbons, die isst man nicht, denn was sie tun, gefällt dir nicht. Ich dachte, das ist nur so ein Spruch. Nein, es stimmt. Wenn du ein Trickbonbon isst, dann passiert etwas ganz Seltsames mit dir. Guter Bonbon, Trickbonbon. Guter Bonbon. Was soll denn bitte mit denen nicht stimmen? Was ist, wenn die Trickbonbons viel besser sind als die guten Bonbons? Könnte doch möglich sein, oder? Probier's nicht aus, Bee. Man soll sie nun mal nicht essen. Das weiß doch jedes Kind. Ach, was soll's. Wir haben hier ja mehr als genug von den guten. Gut, gut, Trick, Trick, Trick. Und fertig. Aber was machen wir denn jetzt mit den Trickbonbons? Wir bringen sie morgen zurück zum Sumpf und verteilen sie auf den Ranken. Die Trickbonbons helfen den Glühbissen beim Wachsen. Oh, sie sind also gut für Glühbisse, aber nicht so gut für andere. Zum Beispiel Katzen. Oder wollen die Glühbisse einfach nur die besten für sich? Sie sehen schon verführerisch aus. Ich bringe sie besser nach draußen, damit ich sie nicht esse. Weg mit euch, Trickbonbons. Wir sehen uns morgen. Was machst du da draußen, Bee? Gar nichts. Ich stelle nur die Trickbonbons nach draußen, damit ich nicht in Versuchung gerate, sie zu essen. Guter Plan. Aber pass auf, dass kein Tier sie findet und isst. Die kennen den Spruch nämlich bestimmt nicht. Ach, du hast recht. Wir wollen auf keinen Fall, dass irgendjemand sie alle aufisst. Nicht, wenn ich sie als Erster probieren will. Und was machst du jetzt? Jetzt verstecke ich auch die guten Bonbons, damit ich nicht in Versuchung gerate, sie zu essen. Zumindest nicht alle auf einmal. Oh, Bee! So, ich kann euch nicht mehr sehen, also denke ich auch nicht daran, euch zu essen. Zumindest nicht, bis ich mitten in der Nacht hungrig werde und dann seid ihr für mich da. Hey! Hi! Yeti! Nein! Du darfst die Trickbonbons auf keinen Fall essen! Das weiß doch jedes Kind! Baba? Nein, nein! Essen? Nein! Ja! Mach das nicht! Oh, nein, 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 nein! Nein! Lecker! Ich wusste es. Ich wusste, sie sind gut. Drew hatte recht. Das ist seltsam. Und er hat meine Trickbonbons. Warte, Bee. Hast du gerade auch so ein Heulen gehört? So ein Heulen? Was denn für ein Heulen? Na, ein Heulen so wie Au. Du meinst wie Au? Nein, es war eher so ein... Genau so. Warte, Bee, wo sind eigentlich deine Trickbonbons? Ein Yeti hat sie. Warte, Bee. Ich habe sie ans Fenster gestellt, aber er hat nur darauf gewartet, Pfotenversprechen. Oh nein, hat er eins gegessen? Ist was Seltsames passiert? Er hat eins gegessen und dann hat er sowas gemacht. So ungefähr. Das ist nicht so schlimm. Und dann ist er grün geworden und seine Augen haben geleuchtet und seine Ohren. Dann hat er geheult und ist vom Dach gesprungen. Hatte ich erwähnt, dass er grün geworden ist? Okay, das ist schlimm. Oh ja, das ist er. Er hat die restlichen Trickbonbons dabei und rennt damit Richtung Regenbogenstadt. Dann müssen wir da auch hin. Komm schon, Bee. Der Yeti sollte doch leicht zu finden sein. Ich meine, er ist riesig und grün. Und er scheint ziemlich gerne zu heulen. Da ist er! Nein, das ist er nicht. Sieh dir das an. Was ist mit ihm passiert? Sieh nur, da sind noch mehr. Und das alles wegen eines Trickbonbons? Hey, da hinten ist jemand, der nicht grün ist. Vielleicht hilft er uns. Ja, hallo, mein kleines blaues Bonbon. Wie gut schmeckst du wohl? Besser, als ich dachte. Moment, das war ein Trickbonbon. Er legt sie rein, damit sie die Trickbonbons essen. Und dann werden sie grün und fangen an zu heulen. Puh, Bartleby, habt ihr diese ganzen heulenden Grünlinge hier rumrennen sehen? Hä? Oh, heulen.
Wandelnde Grünlinge. Was ist denn hier los? Das ist auch beim letzten Mal passiert, als jemand ein Trickbonbon gegessen hat. Deswegen habe ich mir vor Millionen von Jahren diesen Spruch überlegt. Trickbonbons, die isst man nicht, denn was sie tun, gefällt dir nicht. Ich dachte, inzwischen würde das jeder wissen. Ja, natürlich weiß jeder, dass man niemals einen Trickbonbon essen sollte. Also wirklich. Die heulenden Grünlinge legen die anderen rein, damit sie die Trickbonbons essen. So werden es immer mehr von ihnen. Miau. Ich fürchte, genau so verbreitet es sich. Was können wir tun? Wir müssen die heulenden Grünlinge nur dazu bringen, ein gutes Bonbon zu essen. Dann verwandeln sie sich wieder zurück. Klingt doch ganz einfach. Es gibt nur ein Problem. Isst man noch ein heulender Grünling, wenn der Vollmond scheint, bleibt man für immer einer. Wie, wir müssen das wieder hinkriegen. Schnell, Zeit für Wunschhilfe. Kyurmalo! Auf zum Wunschbaum. Viel Glück. Guter Bonbon. Guter Bonbon. Oh, Trickbonbon. Sie! Ah! Oh, hi, Leute. Habt ihr schon ein paar gute Bonbons gegessen? Es gibt ein Problem. Wir haben aus Versehen einen Yeti einen Trickbonbon essen lassen. Ja, wir. Oh nein, hat er einen Ruckelzuppeltanz aufgeführt, ist grün geworden und hat geheult? Woher weißt du das? Trickbonbons, die isst man nicht. Denn was sie tun, gefällt dir nicht. Wie auch immer, jeder weiß das. Okay, okay, hab's verstanden. Ganz viele Regenbogenstadtbewohner haben sich in heulende Grünlinge verwandelt. Die rumrennen und immer mehr heulende Grünlinge erschaffen. Du kannst dir den Krach vorstellen mit all dem Geheule. Der Regenbogenkönig sagt, wir müssen sie alle zurückverwandeln. Bevor es Vollmond wird. Was bald der Fall ist. Und wir haben so viele heulende Grünlinge einzufangen. Und das werden immer mehr und mehr und mehr und mehr. Okay, lasst uns sitzen und nachdenken. Okay, True. Wie kann der Wunschbaum dir helfen? Wir müssen alle Grünlinge zusammentreiben, dürfen aber nicht selbst zu Grünlingen werden. Und zwar noch vor dem Vollmond. Und dann müssen wir sie dazu bringen, ein gutes Bonbon zu essen. Puh, das wird wirklich schwierig. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir all die Wünsche, ich warte gleich dir. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Really? Zeig mir all deine Zauber. Tiny. Diese Wünsche sind fantastisch. Ich bin gespannt, was die Wunschklopädie über ihre Kräfte sagt. Das ist Blasi. Hallo, Blasi. Blasi ist wie ein Blasenportal, durch das du hindurchgehst. Danach bist du in deiner eigenen Blase und geschützt. Wow, das sollte uns vor den heulenden Grünlingen beschützen. Dein nächster Wunsch ist Zwilli. Schön, dich kennenzulernen, Zwilli. Zwilli ist ein Wegschießwunsch. Mit ihm kannst du Dinge wegschießen. Klasse, das ist bestimmt praktisch. Irgendwie. Und der letzte Wunsch ist Tiley, ein Teilwunsch. Hallo. Oh, oh, ich möchte es sagen, ich weiß es. Er hilft dir, Dinge mit anderen zu teilen. Ganz genau. Hm, ich weiß zwar noch nicht, was wir mit dir anstellen, aber du bist sicher hilfreich. So, zip, zap, Wünsche in den Rucksack. Geschehen. Viel Glück. Und denk dran. Ess niemals einen Trickbonbon. Ich weiß. Da ist einer. Hi. Oh, tolles Glühbirnstag-Kostüm. Oh, wie lieb von dir. Da
Das ist immer noch total schräg. Oh, oh, da ist noch einer. Oh, Bonbons für mich? Das ist wirklich nett. Ich weiß nicht mehr, wie wir anfangen sollen, sie einzufangen. Oh nein, sie versuchen es mit Griselda. Bleibt zurück, ihr doofen, grünen Verrückten. Ihr macht mir keine Angst. Fast keine. Griselda, lass dich nicht reinlegen. Ist kein Trickbonbon. Nein, Froggy, kein Betteln. Kein Betteln. Fruki reingelegt. Das ist aber auch nicht sehr schwierig. True, Hilfe! Ich will mein Fruki zurück! Ah, seht nur! Ich glaube, wir brauchen Hilfe. Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Wach auf, Blasi. Wunsch werde wahr. Blasi, beschütze uns vor den heulenden Grünlingen. Ja. Seid ihr bereit? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich hoffe, das klappt. Na, 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 na. Die Kinder heutzutage. Blasi hat das toll gemacht. Wir sind alle sicher. Diese heulenden Grünlinge hätten mich nie dazu gebracht, ein Trickbonbon zu essen. Oh, ich bleibe noch ein bisschen in der Blase, wenn das okay ist. Alleine. Oh, sie vermisst Froggy. Aber er ist ein heulender Grünling. Wie verwandeln wir ihn zurück? Vielleicht können wir mit diesem Bonbons Froggy noch mal reinlegen. Hallo, Froggy! Hier, Froggy! Oh, mein Froggy, nein! Oh, vielen Dank, True! Gut gemacht, Blasi. Zurück mit dir. Blasi! Jetzt müssen wir nur noch alle anderen zurückverwandeln. Oh nein, der Mond! Er ist schon fast voll! Und fast jeder in Regenbogenstadt ist ein heulender Grünling! Wir brauchen jede Menge guter Bonbons. Zum Glück habe ich noch kein einziges gegessen. Meine kannst du auch haben. Und sie gibt uns seine bestimmt auch. Fantastisch! Das sollte reichen. Ich denke mal, meine brauchen wir dann nicht mehr, richtig? Wir brauchen sie nicht. Was? Ihr habt so viele. Schön. Meine könnt ihr auch haben, aber nur unter Protest. Das wird reichen, um alle zurückzuverwandeln. Aber die heulenden Grünlinge rennen durch die ganze Stadt. Und wie bringen wir die heulenden Grünlinge dazu, sie zu essen? Dürfte schwierig werden, einen Reinleger reinzulegen. Lasst uns mal nachdenken. Oh, erinnert ihr euch daran, wie Froggy hochgehüpft ist, um das Bonbon zu fangen? Vielleicht machen die Grünlinge das auch. Und Zwilly kann die Bonbons richtig weit wegschießen, sodass wir alle rechtzeitig erreichen. Tolle Idee! Die Grünlinge sind ja auch irgendwie hundeähnlich. Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Wach auf, Zwilly. Wunsch werde wahr. Aufgepasst, heulende Grünlinge! Okay, Zwilly, dann mal los! Was für ein gutes Bonbon! Es funktioniert! Jetzt müssen wir nur allen ein Bonbon geben, bevor Vollmond ist. Los geht's, Grünlinge! Schluckt sie runter!
Es ist Vollmond. Hat noch jemand Lust zu heulen? Wie auch immer, das war natürlich ein Witz. Was soll's? Tolle Neuigkeiten! Dank eurer Hilfe wurden alle heulenden Grünlinge wieder in ihr normales Selbst zurückverwandelt. Die Bewohner und die Stadt sind sicher. Ich hoffe, niemand ist zu enttäuscht, dass wir jetzt ein ganzes Jahr auf unsere Bonbons warten müssen. Oh. Aber es muss doch noch irgendwo Bonbons geben. Tut mir leid, Bee, aber es ist nur dieses traurige kleine Bonbon übrig. Du meinst, ich muss wirklich ein ganzes Jahr bis zum nächsten Glübelstag warten? Warte, ich habe noch meinen dritten Wunsch, der Teilwunsch. Wir sollen dieses eine lausige Bonbon auch noch mit den anderen teilen, True? Mal sehen, was Tylee da machen kann. Es wird Zeit für meinen dritten Wunsch. Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du! Wach auf, Tylee, und werde wahr! Oh. Tylee, bitte hilf uns dabei, dass wir dieses Bonbon mit allen im Regenbogenreich teilen können. Zuerst müssen wir die Trickbonbons aussortieren. Isst niemals einen Trickbonbon! Das weiß doch jedes Kind. Oh, Bartleby. Klammerapfelernte. Hier, Klammeräpfel. Oh, Bee, komm schon. Ich hab doch gesagt, du musst noch warten. Hier, Klammeräpfel. Oh, komm schon. Nur einen. Nur einen kleinen Klammerapfel, bitte. Das wird nicht passieren, Bartleby. Klammerapfelbäume lassen ihre Früchte erst fallen, wenn sie in Winterschlaf gehen. True hat recht, Bartleby. Man kann Klammerapfelbäume nicht zwingen. Wenn du dir eine Frucht nimmst, bevor der Baum sie fallen lässt, wird der Baum sehr traurig sein. So traurig wie mein, ich hatte noch kein Klammerapfelgesicht. Noch trauriger. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Gesicht wirklich traurig genug war. Ich probier's nochmal. Das Warten lohnt sich. Wenn du die Früchte zu früh erntest, sind sie noch sehr sauer. Und dann machst du ein saures Gesicht. Blubberndes Blau, True. Hast du gerade etwa in einen sauren Klammerapfel gebissen? Nein, ich habe Bartleby nur gezeigt, was passiert, wenn man das tut. Und er ist etwas ungeduldig. Weißt du, Bartleby, es gibt im Herbst noch mehr als frische Klammeräpfel. Alle Blätter des Baumes ändern ihre Farbe. Ich liebe den Wechsel von grün zu glimmendem Goldrutengold zu radikalem Radieschenrot. Oh, ich kann es kaum erwarten, dass die Bäume schlafen gehen. Es dauert nicht mehr lange. Der Großmarschall des Klammerapfelfestes wird jeden Moment hier sein, um die grauen Wolken des Herbstes zu beschwören. Ah, und da ist er schon. Bitte begrüßt den mürrischen Herzog, den Herrn der Bedenken und den Bräutigam der Finsternis, meinen Cousin Düstergrau. Ich bin nützlich. Yeah, klasse. Mehr als nützlich. Nur deinetwegen gibt es die Klammerapfelernte. Oh, klasse. Bringen wir es doch einfach hinter uns. Was soll bitte am Klammerapfelfest so unglaublich besonders sein? Jeder freut sich auf den Wechsel der Jahreszeiten. Die kühle Luft, die Heuernte, die Farben der Blätter, sich gemütlich zusammenzukuscheln. Vergiss nicht die Schals. Die Schals. Aber am wichtigsten die Klammeräpfel. So gut können die nicht sein. Nichts ist so gut. Hast du denn etwa noch nie einen Klammerapfel gegessen? Ich hasse es, Neues zu probieren. Aber du würdest sie ganz bestimmt mögen, Graui. Sie sind süß, knusprig, köstlich. Das entscheide ja wohl ich. Aber sie sind noch nicht reif. Sauer, matschig und definitiv nicht köstlich. Keine Ahnung, wie jemand das mögen soll, außer mir.
Sie sind doch noch nicht reif. Der Geschmack ändert sich, wenn sie reifen. Sie sollen sich nicht ändern. Sie sind perfekt, so wie sie sind. Sag nicht, was ich denke, was du sagen willst. Die Früchte bleiben so sauer und das Klammerapfelfest ist abgesagt. Das ist das, was ich gedacht habe. Nein, wartet! Bitte wartet, Wolken! Und bringt den herrlichen Schatten zurück! Wer hätte gedacht, dass saure Klammeräpfel so lecker sind? Oh, ich frag mich, was ich noch alles verpasst habe. Ja, ganz genau. Ich könnte dir ein paar der wundervollen Dinge im Königreich zeigen, die sich ändern. Wie soll ich in dieser Hitze meinen Schal präsentieren? Denkt denn wirklich keiner an Schals? Bitte, Farmer Moos, was passiert, wenn die Bäume ihre Äpfel nicht abwerfen und schlafen gehen? Du meine Güte! Ohne ihren Winterschlaf sind die Bäume den ganzen nächsten Sommer grummelig, ui. Ein Moment mal, was bedeutet das? Was bedeutet das für die Klammeräpfel? Die Früchte werden nicht nur dieses Jahr sauer sein, sondern auch noch nächstes Jahr und das Jahr danach. Nicht auch noch im Jahr danach, nein! Nicht noch im Jahr danach! Wir müssen ihnen helfen, Winterschlaf zu halten. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Bäume zu beruhigen. Dann fühlen sie sich besser und können einschlafen. Könnte klappen. Was für ein braver Baum. Ganz langsam, langsam. Gib dem lieben Farmhelfer ruhig einen Apfel. Komm schon. Na, komm schon. Oh nein, die Bäume sind so quengelig, dass sie niemals einschlafen werden. Aber dann bekommen wir keine süßen, süßen Klammeräpfel. Hey, lass die Farmhelfer los. Wow! Oh-oh, wir müssen dringend etwas unternehmen, Bee. Wir brauchen Wundhilfe. Oh, Cumelon! Auf zum Wunschbaum, bitte! Schal oder Hut? Oh, hi, True und Bartleby. Ich überlege, was ich diese Klammerapfelsaison tragen soll. Du trägst gar nichts, denn es wird keine Klammerapfelsaison geben. Düstergrau hat einen der Klammeräpfel zu früh geerntet und beschlossen, dass er sie sauer macht. Er hat die Wolken weggeschickt und verweigert die Dunkelheit. Die Bäume sind aufgebracht und wollen ihre Früchte nicht hergeben. Kein Jahreszeitenwechsel? Das wird jedes Lebewesen im Königreich durcheinander bringen. Lasst uns sitzen und nachdenken. Okay, True. Wie kann der Wunschbaum dir helfen? Also, wir müssen etwas gegen die grelle Sonne unternehmen, weil sie die Bäume vom Schlafen abhält. Und wir müssen sie irgendwie beruhigen, damit sie die Farmhelfer loslassen und mit ihrem Winterschlaf beginnen. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir all die Wünsche, ich warte Schatti. Hier. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Siegeli. Zeig mir all deine Zauber. Was für eine betörende Gruppe von Wünschen. Lass uns nachsehen, was die Wunschklopädie über ihre Kräfte sagt. Das ist Schatti. Schatti! Schatti ist ein Baldachin-Wunsch, der Schatten spendet, wenn er aufblüht. Du kannst die Bäume vor der grellen Sonne beschützen, damit sie anfangen an Schlafen zu denken. Ja! Der nächste ist Wiegeli, der singende Wunsch. Wiegeli kann dich mit seiner besänftigenden Musik beruhigen. Schön, dich wiederzusehen, Wiegeli. Du kannst den Bäumen ein Schlaflied singen. Und dann haben wir noch Funkfunk. Funkfunk ist ein Lautsprecherwunsch, der Klang weiter transportieren kann. Wenn du etwas in Funk A sprichst, kommt es bei Funk B wieder raus. Probier es aus. Schön, dich kennenzulernen, Funkfunk. Schön, dich kennenzulernen, Funkfunk. Oh, ich bin dran. Oh. Bartleby ist eine coole Katze. Bartleby ist eine coole Katze.
Oh, fast vergessen. Funkfunks sind wirklich gerne zusammen und werden etwas nervös, wenn sie getrennt sind. So wie ich und True. Ich weiß zwar noch nicht, wie ihr uns helfen könnt, Funkfunk, aber ich verspreche, dass ihr nicht lange getrennt werdet. Susip Sap, Wünsche in den Rucksack. Viel Glück, ihr zwei. Danke, Sie. Wir geben unser Bestes. Die Sonne scheint so doll ohne die grauen Wolken. Ich glaube, es wird Zeit, deinen Schal abzunehmen. Niemals! Vielleicht. Okay, doch. Hörst du das auch? Ja, ich höre es weinen. Aber ich kann nicht sagen, ob es die Bäume oder die Farmhelfer sind. Wer auch immer, es klingt, als bräuchte Farmer Moose unsere Hilfe. Auf geht's! Okay, Bee, wir müssen sie beruhigen. Gut. Warte, die Helfer oder die Bäume? Beide? Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip, Zap, Zoo, ausgewählt bist du! Mach auf, Schatti! Wunsch werde wahr! Okay, Schatti, du musst über die Bäume fliegen. Höher! Oh nein, Schatti steckt fest! Er hat sich zu früh geöffnet! Er muss doch höher sein, um den Bäumen Schatten zu spenden! Wie sollen wir ihn da rauskriegen? Wir könnten auf die Bäume raufklettern, wenn sie nicht so zappelig wären. Entschuldigung, Klammerapfelbaum. Dürfen wir auf sie raufklettern? Es bringt nichts, True. Sie sind zu aufgewühlt, um dir zuzuhören. Aber vielleicht hören sie auf ein Schlaflied. Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip, Zap, Zoo, ausgewählt bist du. Wach auf, Wiggly. Wunsch werde wahr. Okay, Wiggly, du musst dein Schlaflied singen, damit diese müden Bäume einschlafen können. Denkst du, du schaffst das? Aha. La, 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 la. Okay, Bee, du bist dran. Entschuldigung, Herr oder Frau Baum, könnten Sie mir einen kleinen Schubs geben, damit ich Schatti befreien kann? Schatti, kannst du dich zusammenfalten? Zeig, was du kannst, Schatti. Gut gemacht, Bee. Sieh nur, es klappt. Oh, sie schlafen. Können wir denn jetzt versuchen zu ernten? Oh nein, lieber nicht. Nein, nein, nein. Niemand darf Lärm machen. Aber wir können doch nicht für immer still sein. Nicht für immer, nur bis zum Jahreszeitenwechsel. Und dafür brauchen wir Düstergraus Hilfe. Düstergraus Hilfe? Tolle Idee! Es wäre auch eine tolle Idee, wenn du mit mir kommen würdest. Alles klar. Oh, Cumelo. Bitte sei leise, Cumelo. Die Bäume versuchen zu schlafen. Graui's Sumpf ist viel sonniger als sonst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm das überhaupt gefällt. Vielleicht hilft uns das, ihn davon zu überzeugen, die Wolken zurückzuholen. Regenbogenkönig, wo ist Graui? Er sitzt in seinem Stumpf und kommt nicht raus. Ich wollte ihn überzeugen, die Wolken für den Jahreszeitenwechsel zurückzubringen. Und? Oh, richtig. Es ist noch sonnig. Er ist wohl nicht überzeugt. Ich habe alles versucht, um ihm zu zeigen, dass Veränderung etwas Gutes ist. Ich habe ihm gezeigt, wie Schlitterschnecken Kokons spinnen und zu Schlittermotten werden. Aber Graui mochte das Gefühl des Schlitterschleims und findet, die Schlitterschnecken sollten besser Schlitterschnecken bleiben. Ich habe ihm gezeigt, wie Hummeln den Nektar von Stinkeblümchen sammeln und zu Honig verarbeiten. Er sagt, er hat noch nie an den Stinkeblümchen gerochen. Aber er findet, die Hummeln sollten die Stinkeblümchen in Ruhe lassen. Jedes Mal, wenn ich ihm zeigen wollte, wie sich etwas zu etwas Besserem verändert, wollte er, dass es so bleibt, wie es ist.
Und jetzt sitzt er da drin rum und schmollt und badet seine Füße in einer Schüssel Dunst. Aber er muss doch zurück in den Garten kommen. Vielleicht können wir ihn mit seinen Lieblingssachen nach draußen locken. Verschwindet. Ich bin damit beschäftigt, grantig zu sein, weil es so sonnig ist. Weißt du, was es weniger sonnig machen würde? Große graue Wolken. Clever. Möchtest du nicht rauskommen und nach Schlitterschneckenschleim suchen? Ich hab schon welchen. Oder wollen wir ein paar Stinkeblümchen pflücken? Die sollen ganz schrecklich im Salat sein. Vielleicht morgen. Falls du deine Meinung änderst. Werde ich nicht. Wir sind im Garten. Irgendwie fühlt sich das nicht an wie das Klammerapfelfest. Fühlt sich an wie das Fest. Vielleicht ist es jetzt möglich, die Äpfel zu pflücken, nachdem die Bäume eine Weile geschlafen haben. Also... Nicht weinen, Schatti. Du versuchst dein Bestes in einer schwierigen Situation. Es tut mir leid, Farmer Moose. Wir haben versucht, den Bäumen zu helfen, aber ohne Graui schaffen wir es nicht mal die Wünsche. Dann ist es hoffnungslos. Ich hatte Früchte, die zu trocken waren, zu nass, zu verunkrautet, aber noch nie welche, die zu quengelig waren. Oh je, die Klammerapfel, Apfelbäume sind schlecht drauf. Denn es ist zu sonnig und es hört nicht auf. Sofern die blaue Begonien! Ich habe Farmer Moose noch nie so weit unten erlebt. Noch weiter runter geht es nicht. So wird er noch Limbo-Champion. Ich sing den traurig-sauren Klammerapfel-Blues. Könnte Graui dieses Lied hören, wäre er bestimmt sehr glücklich. Oder traurig. Vielleicht kriegen wir Graui so dazu, in den Garten zurückzukommen. Mit Funkfunks Hilfe kann Graui Farmer Moose beim Singen zuhören. Er wird mehr hören wollen und deswegen zurück in den Garten kommen. Es wird Zeit für meinen dritten Wunsch. Zipsapsu, ausgewählt bist du. Wach auf, Funkfunk. Wunsch werde wahr. Oh, müssen sie nicht getrennt sein, um zu funktionieren? Aber weißt du noch, was sie gesagt hat? Sie werden nervös, wenn sie getrennt sind. Keine Sorge, ihr seid in 0,nix wieder zusammen. Ihr müsst euch nur kurz voneinander trennen, um uns mit dem Klammerapfelfest zu helfen. In Ordnung? Aha. Oh, die Bäume, sie leiden sehr. Oh, bitte, Graui, Aui, bring die Wolken her. Komm schon, Bee, los geht's. Oh, Cumelo! Weil die Blätter nicht fallen wollen. Ich sing den traurig-sauren. True, ich möchte diesen traurigen Tag ja nicht noch mehr nach unten ziehen, aber selbst wenn Graui zurückkommt, glaubst du, er bringt die Wolken mit? Das wird er ganz sicher, Bee. Er braucht nur etwas Motivation. Graui, ich hab hier was, das wird dir sicher gefallen. Geh weg. Ich sagte schon, ich mag's nicht, neue Sachen auszuprobieren. Aber du mochtest den sauren Klammerapfel, den du probiert hast. Erinnerst du dich? Das hier ist noch besser. Ich meine, schlimmer. Oh je, die Klammerapfel, Apfelbäume sind schlecht. Hörst du, das ist Farmer Moose. Er ist traurig, weil die Klammerapfelbäume nicht schlafen können. Das und ein saurer Klammerapfel wären klasse. Ich wünschte, ich hätte einen. Du kannst einen haben, wenn du zurück in den Garten kommst. Dann kannst du auch Farmer Moose aus der Nähe zuhören. Das ist zu anstrengend. Lass den Lautsprecher doch einfach hier an meinem Fenster. Tut mir leid, Graui, aber dieser kleine Wunsch muss zurück zu seiner anderen Hälfte. Willst du mehr von diesem Ohrenschmaus? Ich meine von diesem Graus? Dann kommst du da jetzt besser raus. Hast du das gehört? Ich hab gereimt. Warte, ich muss unbedingt mehr von diesem elendigen Gejammer hören. Oh, die Sonne ist viel zu hell.
Es funktioniert, Bee, siehst du? Graui folgt der Musik. Ich bin verzweifelt und was ich auch tun kann, ich tu's. Ich sing den sauren Klammerabfall, sauren Klammerabfall. Das war echt furchtbar. Sing es nochmal. True, du hast Graui dabei. Bekommen wir jetzt einen Jahreszeitenwechsel? Traurige Gesichter, traurige Musik, saure Äpfel. Wieso sollte ich etwas ändern, was so wundervoll düster ist? Weil es nicht für jeden wundervoll ist. Bitte, Graui, du musst dem Königreich den Herbst bringen. Wirst du mich weiter belästigen, wenn ich die Wolken nicht zurückbringe? Auf jeden Fall, auf jeden Fall! Nein, Graui, das werde ich ganz bestimmt nicht. Aber der Jahreszeitenwechsel würde jeden glücklich machen. Ich habe die Herbstwolken nur geholt, weil ich sie mag. Ich habe noch nie etwas für jemand anderen gemacht. Das wäre wirklich eine große Veränderung. Und ich weiß, dass du das nicht magst. Aber vielleicht merkst du plötzlich, dass du neue Dinge doch magst. Genauso wie den sauren Klammerapfel. Ah, ja, das war schon in Ordnung. Ah, außerdem ist es wirklich zu hell. Ah. Hier, True, damit du nicht frierst. Schon okay, behalte du ihn. Danke für eure Hilfe, Schatti, Wiegeli und Funkfunk. Zurück in den Rucksack. Die Wolken machen die Bäume langsam müde. Hoch lebe der Trübsinn! Entschuldigung. Hoch lebe der Trübsinn. Machen wir den Anstupstest. Sie halten Winterschlaf. Okay, aber wieso flüstern wir dann noch? Du hast recht. Bis zum Frühling kann sie nichts aufwecken. Oh ja, der Winterschlaf beginnt nun frohen Muts und die Blätter fallen. Es ist offiziell Schallsaison! Yay! Oh ja, der Apfelfangzeit! Hier, Graui, ich weiß ja, dass Freude dir in den Ohren wehtut. Dieser Schal ist wirklich nichts für mich. Zu jazzy. Aber danke schön. Oh, seht nur, die Symphonie der Farben fängt endlich an. Toll, alle sind glücklich. Meine Arbeit ist getan. Juhu, ich bin dann mal weg. Warte, Graui! Danke, dass du die Wolken gebracht hast. Das war wirklich lieb von dir. Wenn du meinst, Hauptsache, du verrätst es keinem. Hier, Bee, eine Tasse Klammerapfelpunsch. Klammerapfelpunsch? Aber wir trinken doch immer Klammerapfelkakao. Ich habe extra ein Marshmallow reingetan. Probier mal. Man muss auch mal was ausprobieren. Mmh, etwas zu probieren ist lecker. Oh, Bartleby.